Über 1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, Herz, Seele, Ball, Freunde, das ist die Ausgabe für den Samstag. Ja, und das heißt Endspiel in der Champions League. Real Madrid gegen den FC Liverpool. Wie das klingt, großartig, finde ich. Real Madrid, das weiße Ballett. Der Verein meiner Kindheit, wenn man so will. Wir wussten überhaupt nicht, wo Madrid liegt. Als ich so 7, 8, 9, 10 Jahre alt war, irgendjemand hat mir gesagt, das ist in Spanien. Aha. Und dann haben wir nur immer gelesen von Real Madrid, der tollste Verein in ganz Europa. Und morgen können sie, ich glaube, den 13. Meistertitel in diesem Wettbewerb gewinnen. Aber sie spielen gegen Liverpool, sie spielen gegen Jürgen Klopp und Trainer Ancelotti. Das ist ein Fuchs. Der wird die Aufstellung seiner Mannschaft erst 2 Stunden vor Spielbeginn übermitteln. Ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, ich weiß es nicht. So, der eine oder andere wird schon wissen, ja, ich spiele. Aber ein paar stehen ja immer auf der Kippe. Und Ancelotti macht ein großes Geheimnis daraus. Und das wird dann morgen gelüftet. Ich muss sagen, ich freue mich darüber, dass das morgen auch im freien Fernsehen empfangbar ist. Weil das ist dann wirklich eine Horrorvorstellung, dass solche Spiele, auch wenn ich da arbeite, nur im PTV zu sehen sein würden, weil da würden so viele Menschen von ausgeschlossen werden, das wäre absolut nicht in Ordnung. Gut, dass es wenigstens das noch mit Sicherheit im freien Fernsehen gibt. Mané werden wir beobachten können. Und Trainer Jürgen Klopp hat gesagt, zum Bayern-Gerücht ist mir sowas von egal im Moment, damit beschäftige ich mich gar nicht. Wir haben vor ein paar Wochen gesagt, nee, können wir uns nicht vorstellen, dafür reicht die Fantasie nicht. Mittlerweile muss man sagen, na, hat uns da unsere Fantasie vielleicht getäuscht und Mané geht doch zu den Bayern? Möglich wär's. Und Lewandowski, ja, ich bleib dabei, der wird sowieso weg sein. Und Kalajdzic dann vielleicht zu Borussia Dortmund. Also, viel im Gespräch, auch Felix Magath, der nochmal nachgetreten hat gegenüber Hertha BSC, so nach dem Motto, da hat mir eigentlich keiner so richtig geholfen. Warum hast du es dann gemacht? Hättest ja noch eine Woche Schluss machen können, lieber Felix Magath. Geld genug hast du. Und wenn es so furchtbar war, hätte man ja sagen können, nee, tue ich mir nicht an. Zieht das durch, hat ein bisschen Glück, steigt nicht ab und tritt dann nochmal nach. Weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist. Das Honorar von, keine Ahnung, 1,5 Millionen Euro wird er trotzdem genommen haben. Sandro Wagner wird neuer Trainer bei Hertha BSC. Der kommt aus Moskau, hat heute am Samstag da noch das Pokalendspiel. Auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Ich kenne Sandro Wagner ein ganz klein wenig, äußerst sympathischer Mann. Der ist im Gegensatz zu vielen, vielen anderen nach Kriegsbeginn in Moskau geblieben. Hat da, wie er gesagt hat, seine Mission zu Ende führen wollen. Und jetzt wird er wohl zu Hertha BSC wechseln. Auch alles eine merkwürdige Geschichte. Er wird sich viele Fragen gefallen lassen, wenn er denn hierher nach Deutschland kommt. Tuchel, Chelsea, ja, da hatten einige vor ein paar Wochen noch Angst, dass der Verein, der Ex-Verein von Abramowitsch, komplett verschwindet von der Bildfläche. Zwischenzeitlich hat er ein Konsortium, ich glaube 5 Millionen Euro dafür bezahlt. Quatsch, 5 Milliarden Euro. Und das Geld fließt wieder und man hört, dass Tuchel 235 Millionen zur Verfügung gestellt bekommt, um die Mannschaft zu verstärken. Lächerliche 235 Millionen Euro. Ist ja für Premier League-Verhältnisse, so merkwürdig das klingt, gar nicht so viel. Und das macht klar, wie groß der Unterschied ist zwischen der Premier League und der Bundesliga. Wer wird eigentlich Trainer bei Schalke 04? Ich rätsel noch. Ich hatte damit gerechnet, dass diese Woche irgendwas Offizielles kommt. Es kam nichts. Gerüchte gibt es viele, aber da beteilige ich mich heute nicht dran und warte gespannt, was Ruven Schröder demnächst zu verkünden hat. Viel Spaß heute beim Endspiel. Das wird sicherlich ein tolles Ding. Morgen werden wir darüber reden, hier bei Herz, Seele, Ball. Und ich hoffe, dass meine Meinung nicht nervt, weil den einen oder anderen wird das ein bisschen nerven, was ich gesagt habe über Hertha BSC, Herrn Magath und Herrn Wagner. Aber dafür ist ja die Kommentarleiste da. Ich vertrage Kritik sehr gut, kann mich mit konstruktiver Kritik wirklich wunderbar auseinandersetzen. So, das war mal wieder der Monolog bei Herz, Seele, Ball. Wir sehen uns, bin mir ziemlich sicher, erstaunlicherweise heute am Sonntag dann irgendwann. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.